Hosen. Taschen. Pizza! Jawohl, meine Lieben. Moin, moin. Seid gegrüßt. Richtig, ihr habt richtig gehört. Die berühmt-berüchtigte Hosentaschenpizza namens Carazza. Die mache ich heute mal selber. Und da brauchen wir auch ganz, ganz, ganz wenig Zutaten. Und übrigens, für alle Reel-Gucker und Facebook-Gucker, der Link zur Gruppe, wo ihr das genaue Video angucken könnt, das komplette Video und das Rezept dazu, könnt ihr alles in der Gruppe erfragen. So, was brauchen wir für Carazza, die Hosentaschenpizza? Ja, ich habe hier Sonntagsbrötchen, die sind bei Aldi reduziert, die sind auch noch bis zum 4.6. haltbar. Wunderbar, wir brauchen die einmal. Dann brauchen wir Tomatenmark, einmal Cheddar, einmal Salami und Pizzagewürz. Habt ihr kein Pizzagewürz, könnt ihr auch alles andere möglich nehmen. Guckt einfach mal im Internet, was bei den Pizzagewürzen an Kräutern drin ist. Ich hau hier die 7 Kräuter rein. Da ist auch einiges drin, was auch bei der Pizzagewürz drin ist. So, wie gesagt, das war schon. Mehr brauchen wir für die Hosentaschenpizza nicht. Und wir fangen natürlich an mit die Knack- und schieß mich tot hier Dinger, ne? Jo. Wunderbar. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Die sind einmal da ruf. Na, dann kommen wir raus. So. Ich freue mich immer über die neuen Mitglieder hier in der Gruppe. Finde ich immer sehr, sehr klasse. So, was wir als erstes machen, ist ganz klar. Wir nehmen uns diese 8 Dinger hier. Drücken und ziehen uns die so ein bisschen auseinander. Ich mache das beim einen und dann die anderen 5. Mache ich dann mal einen kurzen Schnitt, mache die dann fertig und dann sehen wir uns dann nämlich wieder, wenn ich die alle so schön auseinandergefunden habe. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit Nudelholz arbeiten, aber ach Leute, muss doch nicht sein. So, da habe ich übrigens noch hier ein Backblech mit Alufolie. Ihr könnt auch natürlich Backpapier nehmen. Ich habe momentan kein Backpapier, ergo nehme ich Aluminiumfolie. So. Jo, jetzt geht das weiter. Wie gesagt, wir brauchen Tomatenmark. So, da geben wir einfach mal so ein bisschen Tomatenmark drauf. Und wirklich auch nur Tomatenmark, nicht hier irgendwie jetzt schon passierte Tomaten oder sowas. Nein. Selbst wenn ihr schon mal Carazza gegessen habt, dann wisst ihr, dass da auch, glaube ich, Tomatenmark drin ist. Ruhig ein bisschen dicker, das macht nichts. So, dann brauchen wir Salami. Ihr könnt auch die andere Salami nehmen, die etwas größere. Ich habe jetzt hier gesagt, habe ich eh schon so. Hab kleine, denn können wir auch die kleinen Salami. Also 3, dann machen wir mal 4. So, und dann brauchen wir noch, wie gesagt, Käse. Ich nehme hier den wunderbaren Cheddar. Glaubst du, eine ist auch bei dem Carazza drin? Kann mir auch täuschen, weiß ich nicht. Aber ich vermute es mal. So, machen wir hier so durchbrechen. Jo, dann nehmen wir den Käse darauf. Dann nehmen wir das ganze Ding. Klappen das so über. Nein, ich habe was vergessen. Ah, ich habe was vergessen. Wer aufgepasst hat, weiß auch schon was. Aber das ist alles kein Problem. Nehmen wir runter. Tada! Die Kräuter habe ich vergessen. Kann hier auch mal passieren. So, siehst du, das ist doch alles nicht so schlimm. Probiert die Salami mit der Käse wieder rauf. Arbeiten wir einen
schön einmal zu. Siehst du wohl. So, dafür auch, dass es schön verschlossen ist. So. Und dann haben wir uns das. Und das mache ich jetzt mal eben mit den anderen auch alle. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. Bis gleich. So, und der sechste. Wie gesagt, gemacht habe ich sie auch noch nicht. Ich habe mal in einem anderen Video gesehen, dass sie auch mit diesen Sonntagsbrötchen andere Füllung gemacht hatte. War was mit Thunfisch, glaube ich, oder sowas. Aber wo sie die aus dem Ofen rausgeholt hat, habe ich gesagt, die Form und so leicht diese Bräune erinnert mich doch an, stimmt, Karatza. Habe ich auch mal gegessen, genauso wie Ranger davon oder die Currywurst. Aber zudem, es ist komischerweise immer so, jedes Mal, wenn eine neue Verpackungsdesign ist, schmeckt das auch ganz anders und meistens schlechter. Und deswegen hole ich mir auch keinen Karatza mehr, weil es schmeckt einfach echt schlechter. So, ich sag, Mensch, du machst es jetzt einfach mal selber. So, hier Tomatenmark. Wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Einmal die Kräuter vergessen oder die Gewürze. Jetzt aber nicht mehr. So, siehst du wohl. Vier Scheiben Salami. Und ihr seht, die passen hier wunderbar hier rein und zwei Stücke Cheddar. So, zack, einmal alles schön rüber wuppen, zack, 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 dass auch wirklich alles gut verschlossen ist. Tja, sind zwar die vielleicht nicht ganz so rund, aber ich finde doch eigentlich, also wenn die gleich noch im Backofen gehen. Ja, den habe ich übrigens schon vorgeheizt bei 200 Grad Ober- und Hitze. Und der ist auch schon fertig. Wunderbar. Wie gesagt, das sind die 6 Karatza-Pizza. Die gehen jetzt im Ofen für Viertelstunde. Und wenn die fertig sind, melde ich mich, meine Lieben. So, ihr Lieben, die Zeit läuft wieder runter. Ein paar Minuten klingelt die Eieruhr. Und dann gucken wir, was meine Hosentaschenpizza machen. Die Karatza, die selbstgemachten. Eieruhr tickt und tickt und tickt und tickt. Oh, klingelt aber gleich. Ach ja, ich habe auch noch nicht im Kühlschrank reingeluschert. Nein, das habe ich noch nicht. Das bin ich immer neugierig und wissen, aber nee. Nee, heute nicht. Ja, okay. Kleines Malheur ist passiert. Da habe ich die wohl nicht so richtig gut geschlossen. Aber Mensch, die könnt ihr doch sehen lassen. Die können sich doch mal richtig sehen lassen. Die sehen richtig geil aus. Die sehen ja mal richtig gut aus. Ja klar, nicht wie die Originalen. Habe ich wohl nicht so gut geschlossen oder hätte nochmal ein Loch reinpicken müssen. Egal. Egal, der ist aber gut geworden. Der ist nämlich schön zu. Ja, ja, ich immer mit dem heißen, ne? Ja, ja. Ja, aber der ist aber wirklich schön geschlossen. Aber hat auch schon hier so leicht den Käse verloren. Egal. Ist egal. So, das kommen wir mal eben kurz zur Seite, weil wir wollen ja mal anschneiden und gucken. Und natürlich probieren. Klar sind die heiß. Wie immer, aber egal. Natürlich lasse ich die auch ein bisschen abkühlen, damit der Käse auch wieder fester wird, aber total ist der Käse ja ausgelaufen, also von daher. Naja. Also man hört es. Knusprig.
sind sie. Jetzt futscht mir die Salami auch noch so blöd raus. So, also schauen wir mal rein. Also ich würde mal sagen, wow, wirklich 1:1. Schöner Tomatenmark, allein der Duft, boah, schöner Käse. Ja, weiß, Kratzer, wenn man die kauft, die sind auch denn, Mahlzeit, Entschuldigung, abgekühlt. Das mache ich auch mit den anderen. Gut, der Käse ist rausgelaufen, das ist halt so. Ich warte mal kurz, lass ihn kurz abkühlen. Jetzt brauche ich nochmal einen Teller, wo ich meine anderen anrichten kann. Und die lasse ich so ein bisschen abkühlen, so wie die echten Kratzer auch sind, abgekühlt. So, das sind meine selbstgemachten Karazza. Der Käse auf dem Alleberg, ja, muss ich mal gucken. Nicht, dass mir der ganze Käse rausgelaufen ist und drinnen gar nichts mehr ist. Sonst muss ich den Käse irgendwie noch... Ja, also ich habe den Käse jetzt vom Alublech abgemacht und klebe ihn hier unter. Wenn er dann ausgekühlt ist, dann habe ich der Käse wenigstens nicht ganz verloren. So, das mache ich mal eben kurz und dann bin ich auch gleich wieder dran. Beziehungsweise ihr seid dabei. Ich glaube nicht, na, ein bisschen Käse wird wohl drin sein, aber... Falls denn doch nicht, dann ist da wenigstens ein bisschen Käse runter. So. Siehst du wohl. Vielleicht sollte ich nächstes Mal wirklich so ein Loch reinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Sind die. Na, ich muss mal gucken. Wir wollen erstmal gleich probieren. So, hier haben wir auch nochmal den Käse runter. Ist er noch heiß, denn ich schmilze er nochmal so ein bisschen und werde ihn wieder fest. Ich weiß es nicht, wir müssen gucken. So, eben kurz meine Hände waschen. Dann kann ich alle Folie auch mal wegräumen. Mein Backblech, mein Gitterrost wieder im Ofen. Und dann probieren wir. Abgekühlt sein. So, und dann würde ich mal sagen, Bon Appetit. Es ist nicht gelogen, Leute.
Leider sind noch heiß. Aber ey, das gibt's nicht. Manchmal finden auch die Worte. Ey, das ist Wahnsinn. Die sind saumegamäßig geil lecker. Alter. Geschmacklich. Ich will nicht sagen, doch muss ich ja sagen. Die schmecken genauso wie die Kratzer, die gekauften. Und das mit dem Tomatenmark und die Kräuter richtig gut. Cheddar bringt so auch diesen Käsegeschmack, der bei den Karatza drin ist, und die Salami. Tja, und hier weiß ich aber wenigstens, was drin ist. Bei Karatza sind so viele Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker drin. Aber die hier. Hosentaschenpizza selbst gemacht. So simpel. So einfach, wenig, wenig Zutaten und saulecker. Außen dieses Knusprige und hier innen dieses Fluffige. Geil. Die sind geil. Lecker. Schöner Käse. Boah, geil. Ey, süßen Esshammer. Boah. Und das ist nicht die Schauspieler. Die schmecken eins zu eins wie die echten Charakter. Ich weiß, mit dem vollen Mund spricht man nicht. Mega geil. Also, das sind sie. Meine selbstgemachten Hosentaschenpizza. Nur noch fünf? Sechs Sonntagsbrötchen, bisschen Salami, bisschen Tomatenmark, bisschen Kräuter, Cheddar-Käse. Ihr habt es gesehen, warum es jetzt ausgelaufen ist. Tja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe den Käse untergebatscht. Also alles gut. Ist bei jedem auch was unter. Ja. Nicht, dass ich einen vergessen habe. Nee, alles gut. Wirklich. Die lasse ich jetzt schon auskühlen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Gefällt mir da. Über weitere neue Mitglieder würde ich mich freuen. Ladet doch gerne hier mit ein. Über eure Kochideen, eure Rezepte. Macht ein Foto, schickt das hier in der Gruppe rein. Wir geben es frei. Würde ich mich sehr freuen. Ja, ich lasse die jetzt ausgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, blablabla, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Und ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.